Mercedes-Benz hat die C-Klasse aufgefrischt und somit auch die AMG-Modelle. Nach dem C43 folgt nun der C63 und wenn man sich die Front etwas genauer anschaut, fällt einem direkt auf, dieser Kühlergrill stammt von den AMG GT-Modellen. Außerdem wurde im Innenraum einiges erneuert und in der Technik ebenfalls. Was genau, schauen wir uns heute mal genauer an. Achtzylindermotoren zählen zweifellos zu einer langsam aussterbenden Antriebsart. Doch allen Diskussionen um Verbrauch und CO2-Ausstoß zum Trotz, bei Mercedes-AMG C63 zählt ein solches Triebwerk weiterhin zum festen Bestandteil. Ebenso wie der Heckantrieb. Die Entwickler haben für das Facelift ein aufwendiges Maßnahmenpaket geschnürt, um die Längs- und Querdynamik noch einmal zu verbessern. Und trotzdem bleibt dieses Fahrzeug weiterhin alltagstauglich. So unser Eindruck nach ersten Kilometern auf der Landstraße. Nach außen hin zeigt der C63 AMG volle Sportlichkeit. In der Kühlerverkleidung liegen jetzt vertikale Lamellen in Hochglanzchrom statt Querrippen. Auch die Rückansicht vermittelt mit zwei überarbeiteten Doppel-Endrohrblenden einen kraftvollen Auftritt. Im Innenraum Platz genommen fällt einem das neue, überarbeitete Lenkrad auf. Es ist hier unten abgeflacht und die auffälligste Neuerung hier sind die Multifunktionstasten mit den Touchflächen. Die kennt man übrigens aus der E-Klasse sowie den CLS. Das analoge Tacho kann man optional auch, wenn man möchte, durch ein 12,3 Zoll Kombi-Instrument ersetzen. Für meinen Geschmack wirklich gut gelungen. Das Interieur bekräftigt die dynamische Ausrichtung des neuen C63 mit zahlreichen Details. Die Bedienung des Infotainment-Systems lässt sich wie gewohnt über den Dreh-Drück-Controller bedienen oder über das Touchpad in der Mittelkonsole. Die Sitze im C63 lassen sich nun auch dreifach klimatisieren. Ja, nach einer interessanten Fahrt mit dem C63 S-AMG über die Landstraße wird es nun Zeit, dass wir dieses Fahrzeug dahin bewegen, wo er sich am besten wohlfühlt. Und zwar auf der Rennstrecke hier in Bad Driburg beim Bilster Berg. Ein kurzes Streckenbriefing, dann wird ein Helm aufgesetzt und Ronny ist startklar für die Rennstrecke. Bei den frei wählbaren Fahrprogrammen wird Dynamics als neues Feature angeboten. Das System berechnet im Vorfeld, wie sich der Wagen verhalten wird. Sensoren ermitteln Tempo, Lenkwinkel und Gierrate. Aus diesen Daten und der Aktion des Fahrers kann das Verhalten des Autos vorhergesehen und die Kraftverteilung an die Hinterachse in Sekundenbruchteilen vorgenommen werden. Hier unterwegs auf der Rennstrecke im C63 S-AMG merkt man sofort, welche Kraft dieses Auto aufbaut. Das Aggregat unter der Haube ist ein 4 Liter V8 Biturbo mit 365 kW und 700 Newtonmeter Drehmoment. Mit dieser Leistung können wir es hier auf dem Track wirklich krachen lassen. Der Achtzylinder hängt klasse am Gas und zieht aus so gut wie jedem Tempobereich nochmals kraftvoll durch. Unsere C63 S-AMG Limousine sprintet von 0 auf 100 in 4 Sekunden und erreicht 290 km/h Spitzengeschwindigkeit. Für saubereres Abgas ist der V8 jetzt mit einem Partikelfilter ausgestattet. Das Sperrdifferential ist kein mechanisches mehr wie beim Vorgänger, sondern ein elektrisches. Und ein neues Getriebe ist ebenfalls verbaut. Das sogenannte Speedshift MCT 9G mit 9 Gängen, 2 Gänge mehr als bei Vorgänger, schaltet zuverlässig und vor allem zügig. Also die Abstimmung von dem C63 S-AMG ist wirklich individuell. Man kann sich hier alles beliebig einstellen, wie man es halt braucht. Und hier kann man nicht viel falsch machen. Also das Auto regelt, das Auto bremst grandios, das Auto schiebt nach vorne. Nach 5 aufregenden Runden auf dem Track geht es auch schon wieder zurück zur Boxengasse. Der Tester ist voller Adrenalin und echt begeistert.
Wer ein C63 AMG fahren möchte, der muss auch nicht auf verschiedene Karosserievarianten verzichten, wie zum Beispiel einem Cabrio. Der ein oder andere möchte so ein Fahrzeug hier auch mal offen bewegen. Oder es gibt Menschen, die vielleicht eine größere Familie haben und auch etwas einladen wollen. Den C63 gibt es auch als T-Modell. Oder man entscheidet sich für die klassische Variante, die C63 AMG Limousine.